So, wie man sieht, ist Köln-Marathon. Noch eine knappe Stunde bis zum Start und ich bin hier mit dem Joe aus Hückelhofen. Starten wir jetzt gleich auf die Piste und gucken mal, was heute geht. Was da so geht, Mann. Aber haben wir noch Zeit. So, noch 20 Minuten bis zum Start. Es fühlt sich. Ja, noch ein paar Minuten und dann werden die Klamotten abgegeben. Dann muss ich gucken, dass ich den Joe finde. Aber er läuft ja mit seinem Anzug, den werde ich schon finden. Mann, Amy, wo warst du? Bist du schon einmal schreiben? So, noch ein paar Minuten. Eine super Veranstaltung. Joe gibt Interviews. Da geht mal rüber. Wir treiben euch an und geben euch Mut, wenn die Kräfte mal ein bisschen weniger werden. Also ihr könnt euch auf Köln verlassen. Genau, Joe. Wir geben euch Energie, um hier bei unserem Wortspiel zu bleiben. Können wir uns eigentlich fürs Sehen? Danke, Katharina Lüser, Siegerin des Bremen-Marathon 2017, zweifache Siegerin des Sündlaufs. Wir haben Karin Freitag, fünffache österreichische Meisterin im Marathon. Bei den Herren im Elitefeld haben wir natürlich den Tobias Blum, den Sieg in Köln. Seid ihr bereit für eure Strecke? Das hört sich gut an, das sieht gut aus. Unser Top-Elite-Fan steht bereit. Der Daumen geht nach oben, die Strecke ist frei. Und ihr bekommt euren Countdown. 6413 Leute gehen an den Start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Hallo, mach's gut, bis später. Ciao. Ja, der darf natürlich nicht fehlen, ne? So, große Brücke. So, jetzt nochmal das Belegungsstück am Rhein. 2,9 Kilometer in etwa. So, siehst du von der Strecke einer der schönsten Abschnitte hier am Rhein. Ja, Joey habe ich vorlaufen lassen müssen. Wir hatten ja bei Kilometer 5 irgendwo. Waren wir meiner Meinung nach zu schnell. Eben bin ich bei Kilometer 7 vom 4-Stunden-Marathon überholt worden. Das ist für mich sowieso zu schnell gestartet. Da muss ich es ein bisschen runterschrauben. Das Wetter passt aber. Schöner PowerPoint am Bavarosa Platz. Jetzt geht's raus für Luxemburger. Schöne Stimmung. So,
Begegnungsstück an der Universitätsstraße. Aber jetzt fährt es hier gleich noch ein bisschen Berg rauf und dann geht es auf die Luxemburger. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo den Joe noch mal sehe. Schauen wir mal. Und Ecke Luxemburger. Der hey, Runner von Deutschland. Thorsten Lohmann aus Möllenhagen. 18,5 Kilometer seit dem Start für euch. Oliver Hülsken aus Berlin. 2 Kilometer 19. Voll im Fahrplan. Schleife Luxemburg ausgedreht. Aber der Lindwurm reißt nicht ab. Aber man merkt, dass jetzt das Feldende kommt. So, zurück Richtung Innenstadt. So, erste Hälfte heute geschafft. So, erste Hälfte in 2:11. Na, wenn es weitergeht, ist ja gut. So, Verpflegung am Halbmarathon. Jetzt bin ich nur noch auf 6 hoch. So, es gibt was Süßes. So, jetzt sind wir wieder. Ja, das ist nochmal ein Anblick. Oh, weiter geht's. Wahnsinn, was für eine Plastikverschwendung. Der Soul-Klassiker! Hey, Michel! Wunderbar! Schön, dass du dabei bist! Hey! Michel aus Frankreich! Wir haben eine Box! Ihr dürft mich ruhig nachmachen! Wechselzone, Wahnsinn! Da will man nicht auch finden, ey! Boah! Wahnsinn! Wenn die Nummern stimmen, sind das an die 1000 Staffeln. Heftig! 1000 Staffeln, so sieht's aus! Es kommt so langsam ein bisschen die Sonne raus, aber es stört noch nicht. Die Temperaturen sind noch top. Thank you.
Sau geil hier, sind wir wieder am Neumarkt, wenn ich das richtig sehe. Cool. Nee, gar nicht wahr. Oder doch? Wie dem auch sei, geile Stimmung. Hohen Zoll allerdings das hier. Oh, Begegnungsstück. Für Michel, grüß dich. Und wenn er an der Straßenseite kommt, der rote Block. Schöner Hotspot hier. Socken die Pop an jemanden mit. Ja, mein, was ist denn heute los? Sind Sie auch noch vom Oktoberfest abgehauen oder was? Ja, mein, Christopher! So, Verpflegung, machen wir mal wieder die Kamera aus. Aber die Stimmung war ja richtig geil. Danke. Was ist los? Gönn dich Wasser. PowerPoint. Wohlstand. 2 Kilometer, tja, irgendwo zwischen 38 und 39. Kurz vor Kilometer 40. Ja, interessant, was hast du jetzt hier? Also das ist ein Wahnsinn. 2 Kilometer vor dem Ziel jetzt in Köln. Habt ihr euch alle Stimmung, gut auf Platz.
geschafft, dass ich den Joe erspäht. Bin ich herzlich wieder fast aufgelaufen. Läuft jetzt 50, 100 Meter weiter vorne. Den hole ich mir noch. Können wir zusammen finishen. So, da vorne ist 4,41 Meter. Ich muss was tun, damit ich den noch kriege hier. 4,41 Meter. Aber jetzt mache ich den Boden gut. Habe ich ihn gleich. Das ist auch ein bisschen langsamer hier. Fast da! Domplatte! Da ist der Lunke. Ein paar Meter. Oh, einmal noch ums Eck, dann kann man das Tito sehen. Holzblume. Klamotten abzuholen und dann geht es zurück zum Dom und ab nach Hause.